Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ich bin der Dan und beschäftige mich mit Pen and Paper Rollenspielen und diese Leidenschaft trägt wieder mal Früchte für dich, denn ich schreibe in meinem Webshop www.dans-abenteuerwelt.de. Gibt es noch einen /Blog hinten dran und dann bist du in meinem Abenteuerblog. Und da schreibe ich für dich Spielmaterial für Pen and Paper Rollenspiele. So auch hier geschehen, nicht so rum, muss ich zeigen hier drüben, magische Bücher und Folianten ist vor einiger Zeit in meinem Blog erschienen. Alle Inhalte, alles Spielmaterial ist für dich dort offen zum Benutzen. Also da kannst du die Seiten auswählen, die du möchtest, die Themen, die du möchtest und dann alles nutzen. Wenn du aber Patreon bist, ja, und meinen Kanal unterstützt, Link dazu unter dem Video, dann bekommst du das, was ich dir jetzt zeige, einmal im Monat und zwar kannst du dir alle davon herunterladen, nämlich PDFs. Ich setze meine Spielinhalte als PDFs und wie gesagt, Unterstützer können sich das umsonst runterladen, also Patreon-Unterstützer, aber auch YouTube-Unterstützer. Die YouTube-Unterstützer, die meinen Kanal unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, die müssen mir allerdings dann eine E-Mail schreiben, damit ich ihnen dann die PDFs zuschicken kann. Ja. So, wichtig ist jetzt neu eingestellt, die PDFs könnt ihr auch kaufen für $5,99, aber eine Mitgliedschaft als Patreon kostet, glaube ich, $2 oder so, der niedrigste Stack. Und dann bekommt ihr alle. Also, wie ihr das möchtet, ja, wie ihr mich unterstützen möchtet, bleibt euch dann natürlich selbst überlassen. So, kommen wir jetzt hier zu dieser neuen PDF. Das sind magische Bücher und Folianten. Da dreht sich alles darum, was man finden kann. Wenn man zum Beispiel den Turm eines Magiers auseinander nimmt. Es sind 20 Stück an der Zahl, die ich versucht habe, für euch natürlich schön in Szene zu setzen. Ja. Hier, ne, die wunderbaren Bilder. So, jetzt gehen wir rein. Also es geht los natürlich mit dem Impressum. Ich benutze hier zum ersten Mal ein neues Programm, das heißt Affinity Publisher. Kann ich nur empfehlen, falls Leute was setzen wollen. Wenn ihr Unterstützer seid, werdet ihr hier auch immer genannt als Dankeschön. Ja, dann geht's los hier. Eine kurze Einleitung. Der Text ist relativ identisch zu dem, was ihr auch im Internet findet. Also in meinem Blog, wie gesagt, ich möchte keine Paywall aufbauen. Das ist mir ganz wichtig. Keine Paywall, nur diesen Mehraufwand hier von den PDFs, der kann halt nur den Unterstützern zukommen. So, ja, was habe ich mir hier überlegt? Ich wollte natürlich, wenn es um Bücher und Folianten geht, so ein bisschen auch dieses typische Bücher- und Foliantenmäßige wählen. Also dieses, es sitzt ein Magier in seinem Turm oder ein Forscher und sammelt ganz viele Informationen zusammen. Und dementsprechend habe ich hier auch die Überschriften ein bisschen handschriftlicher gemacht. Die Bilder so ein bisschen, als ob es angeklebt ist. Ich habe das so, jemand macht ein Foto und klebt das in so ein Album rein. Also so ein bisschen verspielter. Ja, also das ist mein erster Versuch hiermit. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier. Der erste Foliant ist die Pyrokinetik und ihre Anwendung von Erzmagus Ederik Morgenshade aus Alba. Ne, wisst ihr was? Als prototypischen Foliant gehen wir mal hier relativ ans Ende, nämlich der 20. Denn das hier ist der Foliant die sechste Dimension. Und das ist ein kleiner Hint. Nein, das ist kein Hint. Ein kleiner Gag, denn der Magister Major Terrik Feuermal MacRathgar aus Alba, das ist eine Spielfigur in meiner Rollenspielrunde und der beschäftigt sich mit der Dimensionstheorie auf Midgard. Und dann gibt es hier ein Forschungsgebiet, ja, das ist jetzt die Ebenentheorie und eine kurze Beschreibung, wie der Foliant aussieht. Zum Beispiel, das Buch ist in schwarzen Samt gebunden und mit goldenen Toren verziert. Die Seiten bestehen aus dünnen, durchscheinendem Pergament und die Tinte
ist in einem sanften, goldenen Glanz geschrieben. Das Buch ist das Standardwerk der Theorie der sechsten Dimension und soll in der Phönixgilde zu Helgarde geschrieben worden sein. So, Preis 310 Goldstücke. Also ich habe immer mal so ein paar Preisangaben hingemacht. Auf Midgard wäre das jetzt wahrscheinlich schon ein teures Buch, 300 Goldstücke. Würde ich schon sagen. Ihr müsst es halt anpassen an euer System. Wichtig ist, dass jedes Buch oder viele Bücher haben immer so kleine Gimmicks, die einfach das Rollenspiel fördern sollen. Zum Beispiel hier das Buch der Geisterwelt. Ich muss mal gucken, ob man das auch sieht, was ich hier drüben zeige. Das scheint leise zu wispern. Es gibt hier, wie gesagt, verschiedenste Forschungsgebiete. Was man rausziehen kann, das ist dann wieder die Aufgabe des Spielleiters, der dann hier ein Buch auswürfeln kann in seiner Rollenspielrunde und sagt so, du bekommst jetzt hier das Buch Optische Täuschungen und Illusionen von Erzmagus Valentin Schorsky aus Moravod. Und da gibt es eine Beschreibung dazu und dann in der nächsten Session sage ich dir dann, was für ein Zauber drin ist. Oder wenn du als Spielleiter natürlich schon super sicher bist mit deinen ganzen Zaubern und Gegenständen, dann kannst du natürlich das auch aus dem FF machen. Ja. Ich habe hier immer so ein bisschen so ein paar Anmerkungen gemacht, die man so in Bücher normalerweise ja nicht reinschreiben soll. Ich schreibe auch in meine Bücher, wenn es Arbeitsbücher sind, wie zum Beispiel der Midgard-Kodex ist für mich ein Arbeitsbuch. Da schreibe ich auch rein mit Bleistift. Auch Errata und sowas, das mache ich dann hier in dem Buch auch. Ja, hier zum Beispiel, ich habe immer versucht, ne, in jedem Foliant auch noch so ein bisschen was Besonderes einzuführen. Die Weisheiten, wenn man sie denn lesen kann, wirken sehr positiv auf das innere Gleichgewicht. Also da kann man dann zum Beispiel, kann man vielleicht auch die Stimmung einer Figur verbessern, wenn sie sich mit solchen Texten beschäftigt. Ja. Ja, und so habe ich hier jetzt halt, wie gesagt, 20 Stück und habe hier auch kleine Abenteueraufhänger, wie zum Beispiel hier Tagebuch der Suche nach dem Elixier des ewigen Lebens. Autor Erzmagus Isolde Idos dort hier aus dem WLAND. Forschungsgebiet ist Archäologie und Alchemie. Und hier geht es jetzt darum, Informationsfetzen, das Elixier der Unsterblichkeit zu finden. Ja, das könnte zum Beispiel auch ein Abenteueraufhänger sein, wenn man das durch Zufall würfelt und dann auf einmal entspinnt sich dann dort so eine fantastische Abenteuergeschichte. Okay, aber was jetzt noch so im Detail hier alles drin ist, das könnt ihr euch ja dann selbst anschauen auf meiner Homepage www.dance-abenteuerwelt.de/blog. Da habe ich noch viel, viel mehr Spielmaterial veröffentlicht. Jetzt gerade aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich 3 aufeinander aufbauende Artikel geschrieben zum Thema Sci-Fi. Das sind einmal 5 Planeten, das sind einmal 10 Alien-Spezies. Und das, die man, denen man begegnen kann, plus Schiffsbeschreibung, wie die Schiffe aussehen und nochmal einen dritten Beitrag, 10 Raumstationen, denen man begegnen kann. Und in allen diesen 3 Beiträgen tauchen auch Figuren aus den anderen oder Wesen oder Planeten aus den anderen auf. Ne? Ich versuche meine Tabellen oder meine Zufallstabellen hier oder meine Beiträge auch immer miteinander zu verknüpfen. Auch wenn das jetzt hier bei so einem universellen Ding wie den Büchern jetzt nicht so unbedingt möglich ist, aber ihr werdet, also wenn ihr immer mehr von meinen Sachen lest, gerade die Fantasy-Sachen, dann werden euch schon coole Verknüpfungen auffallen, aber auch in den Gaslicht-Geschichten, also ich habe auch Tabellen für Gaslichtabenteuer wie Cthulhu, Private Eye oder Abenteuer 1880 und solche Geschichten. Und da tauchen dann auch mal Namen auf oder es werden Geschichten weitergeführt und so weiter. Und wenn man das dann alles zusammenführt, kann man daraus ganze Abenteuer ziehen. Also das sind nicht nur Zufallstabellen, das sind ganze Abenteuer Szenarios und Abenteueransätze und
auf relativ kurzem Raum und man muss natürlich noch viel improvisieren dazu, aber das sollte eigentlich auch möglich sein. So, jetzt haben wir das schon durchgelaufen. Achso, genau, am Ende möchte ich noch darauf hinweisen, hier auf die Grafik von der Jessie. Grüße gehen raus. Ja, die Jessie hat das gesetzt. Die hat jetzt auch ihre Prüfung als Mediengestalterin bestanden. Das hat jetzt nichts mit meiner Werbegrafik zu tun. Wahrscheinlich hat sie ihr das noch erschwert, denn ich habe die ganze Zeit komische Anmerkungen gehabt. Und das muss man so und das soll so und das können wir mal so probieren. Und dabei ist dann das herausgekommen. Ja, Leute. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt 10 Minuten für eine kurze Information. Aber ich wollte euch auch mal einen kurzen Einblick bieten, was hier euch in der PDF erwartet. Und ja, wie gesagt, ne, bleibt immer dran in meinem Blog. Es kommt jede Woche neues Material raus. Und wir sehen uns dann bei einem meiner tollen YouTube-Videos. Macht's gut, Leute, und ciao.